Ja, ist bei beiden unheimlich positiv. Den einen reite ich schon ein bisschen länger, den Dannhündchen. Den habe ich 5-jährig übernommen und kenne ich halt schon sehr gut. Der hat eine unglaubliche Entwicklung seit letztem Jahr gemacht. Der ist letztes Jahr seine erste MA-Dressur gelaufen. Ist dann im Februar schon in Frankreich seine ersten internationalen S-Dressuren gelaufen und war da natürlich noch sehr grün und sehr unsicher, aber hat sich einfach über die Saison unheimlich gesteigert, hat unglaublich viel Kraft dazu gewonnen und ist, glaube ich, ein Pferd, was wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Der Samba, der heute gewonnen hat, den habe ich im März, April von meiner Frau übernommen. Der kannte natürlich schon S-Dressuren, der ist das letztes Jahr schon gelaufen, aber hat sich auch, glaube ich, einfach noch mal ein ganzes Stück weiterentwickelt von der Qualifikation bis jetzt. Ganz wichtig. Also ich glaube, der Nürnberger Burgpokal ist nach wie vor die wichtigste Nachwuchsserie für junge S-Pferde, die wir haben in Deutschland. Und jeder will gerne sich fürs Finale qualifizieren und ich glaube, das ist einfach eine unheimlich tolle Serie. Und wenn man sieht, was da für Pferde rausgekommen sind, die danach auch für Deutschland oder auch für andere Nationen Championate bestritten haben, ich glaube, dann allein das zeigt schon den Stellenwert dieser Veranstaltung. Die kriegen zu Weihnachten einige Äpfel und einige Karotten und werden Weihnachten zu Hause natürlich im Stall verbringen. Totilas ist höchstwahrscheinlich eine sehr entscheidende, weil er nach wie vor, zumindest bis jetzt, mein einziges Grand Prix-Pferd ist. Die beiden Pferde, die jetzt hier gelaufen sind, sind nächstes Jahr mit Sicherheit noch nicht so weit, so schnell geht's nicht. Bretton Woods, der dieses Jahr sehr erfolgreich gelaufen ist, auch noch in der kleinen Tour, braucht auch noch ein bisschen Zeit. Von daher ist Totilas nächstes Jahr das Pferd, auf das ich setze im Hinblick auf die EM. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht.